aufwachen. Guten Morgen. Wie viele Ohren haben wir? Zähne. Ja, ich geh jetzt erst duschen. Mach mal ein Tutorial, wie du deine Haare stylst. Ein Half-Dry-Tutorial. Also als erstes muss man den Neshi-Haarschaum nehmen. Keine Werbung. Natürlich haben wir den gesponsert gekriegt von Neshi International. Dann irgendwas aufklebt. So, zum Föhnen machen wir jetzt einen kurzen Bartwechsel. So, Gel. Schaut irgendwie immer noch aus, wie wenn. Wie vorher, gell? Noch gar nichts gemacht hat. Haarspray. Bartwechsel. Bartwechsel läuft. Ja, super. Geh mal. Oder? Guten Morgen. Wir machen heute mal einen Vlog von zu Hause. Wir haben Sommerpause, wir haben Ferien. Was steht heute alles an? Einkaufen. Einkaufen, genau. Wir haben heute Abend ein paar Kumpels eingeladen zum Grillen. Rasenmähen-Geschäft. Ja. Jetzt gehen wir mal Rasenmähen. So sieht es aus hier im wunderschönen Allgäu. Hallo. Ah, nee, was, komm. Was geht ab? Lukas, lass es. Was geht ab? Wo ist unser Hundeanhänger? Also, wir sind jetzt im Geschäft. Wir haben eine Frage bekommen über Facebook. Eine Privatnachricht an mich. Was passiert eigentlich mit den kaputten Autos? Man sieht jetzt hier das Auto von Jason. Komplett auseinandergenommen hier. Der Schwelle unten enorm eindrückt. Bei 3 Autos. Ja, ich glaube 3. Stefans Auto ist komplett fertig, das seht ihr hinter Lukas. Komplett fertig, der hat wenig Schrott gemacht. Das Auto vom Jason. Auto vom Flo steht hier auf der Böcke. Geht jetzt zum Lackierer, hat der Spengler schon gemacht. Man sieht es hier, das kann ich euch schnell zeigen. Hat der Spengler repariert, jetzt wird es lackiert und ist wie neu. Mein Auto ist gerade in der Spenglerei. Dann erklären wir euch mal, wie der Spengler das überhaupt macht. Gehen wir mal in die Spenglerei. Hier ist mein Auto. Da war auch der Schwelle eingedrückt von dem Unfall im letzten Video, habt ihr das gesehen. Was macht jetzt der Spengler? Er schweißt quasi hier 2 externe Teile an, die erhitzt er und dann versucht er den ganzen Schweller rauszuziehen. Weil man will natürlich, dass das Auto wie neu wird, beziehungsweise das ausschaut wie vorher, dass die Schweller leicht zu montieren sind. Der Schweller wird hier, hier und hier montiert. Dann wird der Seitenschweller rausgezogen, wird neu lackiert und dann schaut das Ganze aus wie neu. Das macht wirklich der Alex, macht einen super Job hier. Da können wir echt dankbar sein. Und genau, was machen wir jetzt? Jetzt nehmen wir den Hundeanhänger mit. Den Hundeanhänger. Dann nehmen wir jetzt den Hundeanhänger mit. Gehen wir. Rollstuhl. Nee, du hilfst mir tragen. Nö. Du legst jetzt die Kamera weg und hilfst mir tragen. Nö. Okay. Dann gehst du jetzt rüber. Ja, rüber und packen den aus. Schau mal, mit so einer Fahne. Also ich radel nicht mit euch. Oh ja, genau. Warum packe ich das eigentlich aus? Das kann ich euch sagen. Hi Luca, im Autohaus wurde der Fahrradanhänger angeliefert. Bitte pack den zu Hause aus. Laut der Bewertung muss man den mindestens 3 Tage aufmachen und lüften. Stinkt wohl sehr. Nicht, dass Gina nicht einsteigt. Grüße, Mama. So soll das mal ausschauen. Ich radel da nicht. Du radelst da auch nicht mit, oder? Ich, klar. Vorneweg mit dem Fähnchen. Ich lasse das Fahrrad gleich daheim. Wir sind gerade auf dem Weg zum Einkaufen. Wo fahren wir eigentlich einkaufen hin? Frischstuhl. Was kaufen wir ein? Getränke. Fleisch. Danach Fleisch, genau. Kohle. Kohle. Ja, cool.
Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim Einkaufen wieder. Tut dir auch das weh. Ja. Wir haben jetzt fertig einkauft. Und jetzt können dann eigentlich schon die Vorbereitungen anfangen, oder? Dann würde ich sagen, sehen wir uns nachher beim Kohle anheizen. War tolles Rennen heute, echt klasse. Wir sind auf P8 im Qualifying kommen, war toll, ohne Scheiß. Erstes Rennen war kurze technische Probleme. Zweites Rennen hatten wir kleine Probleme mit der Ansaugung und die Mechanik haben echt top dran gearbeitet, kann ich nichts sagen. Drittes Rennen lief mein Auto toll, klasse. Wir haben P3 gemacht und ich war einfach rundum zufrieden mit dem ganzen Wochenende. Das läuft einfach alles. Ich bin super stolz auf mich und mein Team und Ein großes Lob geht auch noch an meine Sponsoren Liqui Moly, wie man hier ganz groß sehen kann, Autobild und Hankook. Die besten Reifen, was es überhaupt gibt. Top Grip, klasse, einfach toll. Ja, mit welchem Auto fahrst du? Ja, VW Polo mit Schiebedach. Polo! Jetzt habt ihr einen Tag bei uns daheim gesehen, Sommerpause, keine Schule. Wie es jetzt weitergeht, wir sind gerade in Norddeutschland. Warum, können wir euch noch nicht sagen, das seht ihr im nächsten Vlog. Wir versuchen jetzt jede Woche einen neuen Vlog rauszuhauen. Mein Kumpel übernimmt jetzt den Part mit dem Abonnieren und neuen Video schauen und ja, viel Spaß! Hier abonnierst du und hier geht's zum neuen Video. Ja, falsch rum. Scheiße.